hier, da geht noch einiges. 95er Kreuz hat uns noch mal am Ende gerettet. Boah, ich habe 4-3-2-Formation, eine der besten Formationen überhaupt dieses Jahr für Drafts, denn es gibt zwei Mittelstürmer und einen Stürmer. Barnes geht ja auf die Bank. Ah, ist okay, dass der auf die Bank geht. Kann er denn spielen? ZM könnte er sogar spielen. Na gut, wir nehmen ihn mit. Erster Icon, 87er Icon. Digga. Leute, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo, ihr wisst es, falls ihr noch nicht abonniert habt. So, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Erste Team of the Year Icon. Philipp Lahm ist am Start. Jeden Tag, 13 Uhr, neue Videos. Am besten aktiviert ihr die Glocke, Leute, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, ne, wenn die Videos online gehen, weil die Upload-Zeiten variieren auch manchmal ein bisschen, deswegen am besten Glocke aktivieren. Und wie immer, Leute, bleibt bis zum Schluss dran, würde mich sehr freuen, denn je länger ihr dran bleibt, desto besser die Watchtime und desto besser werden die Videos angezeigt. Würde mich sehr unterstützen und das Allerwichtigste, der hat 89 Tempo, Digga, das Allerwichtigste, Leute, schreibt in die Kommentare irgendeinen Kommentar. Am besten irgendein Kommentar. Schreibt es mal gerne rein. Wir nehmen den mal mit hier. Am besten, ja, was du so gezogen habt dieses Jahr. Was war euer bester Spieler, eure beste Spielerin? Nächste, der nächste Icon, aber 95er Kachaui. Ist natürlich, da musste, wenn der jetzt 94 gehabt hätte, hätte ich ihn mitgenommen, Cole. Aber Kachaui 95 Team of the Year müssen wir. Müssen wir. Vor allem hatten wir die noch nie. Also schreibt es gerne rein. Ja, was war euer bester Spieler, euer bestes Pack? Ab in die Kommentare. Oder wenn ihr keine Packs zieht, was war euer Icon-Rekord dieses Jahr? Ich bin gespannt im Draft. Wir hatten 10 bislang. Mein Rekord liegt bei 10. Das sieht gar nicht schlecht aus. Wir sind jetzt nämlich schon bei 3. 3 Icons und 3 Team of Gears. 3 Icons, 3 Team of Gears. Läuft bei uns. Lässt sich sehen, würde ich sagen. Sollen wir mal einen Mittelstürmer machen? Komm, machen wir einen. Wir machen mal einen. Wir machen mal einen. Sehr nice. 91er Hullet. Vor allem das Geile ist, der kann auch ZM spielen. Den gibt es aber auch als 93er, oder 92er? Egal, wir nehmen Hullet mit, ist okay. Gut, die, ne, warte mal, pass auf, machen wir mal so, machen wir das direkt so. Naja gut, der 71er Bewertung, wo machen wir weiter? Innenverteidiger wird wahrscheinlich nichts. Renard wäre geil, Renard wäre sehr, sehr nice. Ja, schade, Innenverteidiger sind immer so eine Sache, ey. Torwart, komm, Torwart ist auch mal so eine Sache. Das wäre wichtig. Boah, nice, Pandasar. Ich sag's euch, Torhüter, Leute. Torhüter ist eine der wichtigsten Positionen im Draft, in der Startelf. Weil meistens hier auf der Bank, da wird meistens nichts kommen. Das heißt, da hast du meistens die ganze Zeit kein High-Rated Torhüter hinten drin. Also von daher ist schon mal nice. Und es ist die 5. Icon. 5 Icons bislang. Sehr, sehr nice Sache. Stürmer. Komm, Stürmer hinterher. Auch direkt noch eine Icon oder ein Team of Deer. Natürlich nicht. Alter, was ist das denn jetzt? Ich glaub's nicht, Watkins. Das war jetzt natürlich komplett schlecht mit Watkins, ey. Da können wir nicht so richtig mit arbeiten. Und hier leider auch nichts wirklich Stabiles. Bellingham gibt doch den Team of the Year, wenn aus Silber immer 91. Okay, wenn wir jetzt noch irgendwie Kräuf oder irgendeine andere Icon kriegen, dann bin ich zufrieden. Come on, dann bin ich zufrieden. Sola, let's go. Nächste, wir haben noch Puskas. Aber Sola, was kann er spielen? Mittelstürmer, Stürmer, Puskas. Kann auch Mittelstürmer, Stürmer. Aber wir haben eine Team of the Year Icon. Messium sogar noch. Nehmen wir natürlich Sola mit, auch wenn Puskas ein Rating besser ist. Aber wir können auch noch 93er, ne, 94er, glaube ich, sogar Puskas auf der Bank bekommen. Also von daher, warten wir mal ab. So, unser Team ist eigentlich nicht schlecht. Wir haben nur eine 90er Bewertung. Mein Rekord war nach der Startelf eine 92er Bewertung. Also da geht noch einiges hier. Da geht noch einiges. 95er Kreuz hat uns noch mal am Ende gerettet. Boah, ich habe schon nichts mehr Gutes hier, ehrlich gesagt, erwartet. Sehr nice. 95er Kreuz ist natürlich die beste Wahl, dann kommen wir vielleicht auf 91. Ich habe sogar gehofft, auf 92 zu kommen, aber leider nicht. Warum komme ich auf 2? Ja, okay, sind Verteidiger bei 84, aber sonst sind alle, ja, okay, waren es halt auch mit 87, ne? Aber sonst alle über 90, Alter, stabiles Team. Full 90er Team incoming, das sieht auch wieder gut aus. Ja, das war so eine Baba-Animation, Alter. Rodri und Hernandez gibt es beide als, ey, es ist so bitter, Mann, es ist so bitter. Ja, wir könnten Rodri mitnehmen, aber wir haben Robertson, der hat nur einen Ratingpunkt weniger und Rodri hat halt ein Team of the Year. Naja gut, immerhin wenigstens, vielleicht kommen wir so auf 92. Nein, ich glaube, wir bräuchten jetzt schon wieder 90er Plus, um eventuell noch mit 92 zu kommen. Also Icon oder Team of the Year. Wir haben wieder nur offensive Icons, Alter. Ich glaube es nicht. Wir haben wieder nur Stürmer. Eusebio, warum kann der nicht Mittelfeld spielen? ZM oder ZM oder so, wie heißt. Naja gut. So, kommen wir auf eine 92. Hey, what? Wir kommen nicht. Warte mal, was ist, wenn wir die hier wegsortieren? Das bringt manchmal auch was. Ne, wir kommen
nicht auf eine 92. Alter, kurios. Ja, okay, die Beine sind halt nicht so high-rated, ne? Aber Reservebank bislang Baba gewesen. Das sieht auch wieder gut aus. Ja, das sieht auch wieder sehr gut aus. Ah, Rivaldo hat natürlich auch nur 89. Ist natürlich jetzt nicht so Sahne. Aber es ist die nächste Icon auf jeden Fall. Alter, wie viele Icons haben wir? Warte mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Icons, Leute. Digga, es ist so, by the way, ich habe gar nicht drauf geachtet. Wir haben 9 Icons. Eine Icon noch, da haben wir wieder 10. 2 Icons noch, dann habe ich einen neuen Icon-Rekord, Leute. Dann ist das Full Icon Rafter. Das könnte es werden. Wir haben noch 7 Spieler, 7 Positionen. Wenn wir jetzt hier eine Icon bekommen, müsste das Ding sicher sein. Wenn es jetzt hier keine Icon wird, wird es schwierig. Wird es schwierig. Ja, Bro. Ah, vor allem gibt es Messi als Team auch nie. Aber ich muss ihn jetzt mitnehmen eigentlich, ey. Weil wir haben hier nur eine Stürmerposition neben Tarkowski. Ob da jetzt Messi kommt, ist die Frage. Und Messi halt ein 92er Rating. Können wir uns eigentlich nicht hingehen lassen. Ah, Bro. Warum nicht der 96er Messi? Da hätte ich ja nichts gesagt. Na, okay, hier ist jetzt wichtig. Hier brauchen wir jetzt eine Icon. Das sieht nicht danach aus. Nein. Ach, Mann. Ich wüsste das, ey. Bei dieser Animation, da kommt irgendwie nie eine Icon. Alter, shit. Benzema nehmen wir mit. Ah, Mann, Alter. Das, okay, Rating nicht schlecht, Benzema natürlich auch für unsere Bank. Wir sind immer noch auf einer, 92 jetzt sogar. Jetzt gehen wir hoch auf eine 92, ich glaub's nicht. Na gut. Okay, wir haben noch 5 Positionen, das wird schwierig. 2 Icons daraus werden schwierig. Also wir müssen jetzt in den nächsten 2 Positionen eine Icon haben, dann ist es noch möglich. Sonst wird es sehr, sehr schwer werden. Ah, es ist wirklich. Also mittlerweile so 8, 9 Icons ist schon, oder so sagen wir mal 7 bis 9 Icons ist schon relativ häufig, ne? Aber ab 9, 10 Icons wird es wirklich sehr, sehr schwer. Sehr, 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 sehr schwer sogar. N'Golo Kanté oder N'Golo, ja, ist nicht egal. Nehmen wir mal N'Golo mit. Die letzten 3 Spieler, daraus bräuchten wir jetzt 2 Icons, um noch das Full Icon Draft zu bauen. Ah, das wird, wenn jetzt hier nichts ist, ah, der gibt doch Frimpong wenigstens als Team of the Year. Ich check's nie, ey. Immer diese normalen Karten dann zu geben, Alter, ich verstehe es nicht. Anstatt, dass sie einfach die normalen Karten herausnehmen von den Spielern, die Team of the Year haben. Das macht auch keinen Spaß, ey. Ich sag's euch. Okay, Mercado. Es ist noch möglich, Leute. Es ist noch möglich. Wir haben noch 2 Spieler. Wir haben noch 2 Positionen. Wir haben natürlich schon Van der Sar. Das heißt, auf der Torhüter-Position wird es höchstwahrscheinlich kein Icon werden. Also 99% nicht. Yashin gibt's noch. Und hier ist eigentlich, ich weiß nicht, ob hier jemals schon mal in den Draft bei mir oder bei euch auch, könnt's mal reinschreiben, ein Icon gekommen ist. Ich weiß es nicht. Obwohl, ab und zu, glaube ich, mal ein Ausverteidiger-Icon. Ah, okay, das wäre vielleicht noch möglich. So ein Kapu oder sowas. Come on, wenn es jetzt so eine Icon wird, dann lebt der Traum natürlich schon wieder Frimpong. Alter, meine Güte, wenigstens Team of the Year Frimpong. Ist so nicht zu viel. Na, jetzt können wir ihn auch mitnehmen, weil auf der Torhüter-Position wird Frimpong nicht kommen. Wir sind auf 91 übrigens herunter. Vielleicht hier nochmal eine Icon, dann hätten wir auch wieder 10. Nein, schade. 9 Icons, Leute. 9 Icons. Das Team ist natürlich heftig. Wir haben 9 Icons und 4 Team of the Years. Das ist natürlich ein stabiles Team, da kann man nichts gegen sagen. Ich will mal ganz kurz schauen, was passiert, wenn wir hier die Beine rauspacken. Passiert wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Auf 91 könnten wir eventuell noch kommen. Oder auch nichts. Anscheinend kommen wir nicht mehr auf 91. Also doch, auf 91 kommen wir. Leute, das war's von diesem Draft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, lasst gerne Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren und täglich einschalten. Ihr wisst es, ich würde mich freuen. Jeden Tag 13 Uhr neue Videos, wenn ihr dabei seid. Am besten, ihr wisst es, abonnieren, Glocke aktivieren. Denn manchmal sind die Upload-Zeiten noch ein bisschen anders. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung aufs Handy, wenn die Videos online gehen. So verpasst ihr nichts mehr. Und dann würde ich sagen, lasst noch einen Kommentar da. Schreibt in die Kommentare, was habt ihr gezogen? Was war euer bester Spieler, den ihr dieses Jahr gezogen habt? Schreibt es in die Kommentare. Wichtig, Kommentar da lassen. Denn auch so werden meine Videos angezeigt, besser angezeigt. Je mehr Kommentare, desto besser. Also schreibt rein. Oder schreibt rein, was euer Icon-Rekord ist. Wie viele Icons hattet ihr in einem Draft? Habt ihr schon mehr als ich geschafft? Als 10? Schreibt es gerne rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.